Na dann, ich mache mal eben Schwimmbereich fertig. Oh, jetzt, wo geht's jetzt hin? Das Landing war mal durch. Tippen wir mal auf die Sprengkapsel. Sprengkapsel? Wir haben doch da gerade irgendwie so eine Sache zum Sprengen von einem ganzen Flügel bekommen. Ja, das ist aber ein Code von ich weiß nicht wie vielen. Selbst wenn, wüsste ich jetzt so konkret nicht, wie man da hinkommen könnte. Dann wird wahrscheinlich noch irgendwas in Das den Crewquartieren nicht durch sein. die. Haben wir noch eine Lok? Ja. The code for Blast Device 3 in the maximum security area is 48593. What a stupid number. Nobody can remember it. Gut, dann hätten wir 1 und 3. Fehlt noch Nummer 2. Die Aber dann eigentlich müssten wahrscheinlich die alle in den Crewquartieren sein, oder? irgendwo sozial liegen. Übrigens, Abgeleiteinheiten, ne? Das du wieder vergessen hast. Ja, ich weiß nur eben jetzt von dem Weg aus nicht mehr, wo die sind. Nachdem ich umgebracht wurde. Hier um die Ecke, ne? Ja. So, das altbekannte dritte Upgrade, wo ich auch nie weiß, was ich nehmen will. Ich würde fast sagen Tempo. Was gerade bei diesem großen Map ganz lustig ist. So, ein Modify wäre es jetzt gewesen mit den mehr als 100% Ladungssachen. Nichts sagen, wo du. Warte. Hätte vielleicht hier besser investieren können. Ach, was soll's. Wir kriegen eben demnächst wieder Upgrade-Module. Ach so, muss passen. Wo bist du hin? Ich bin raus und suche hier. Das sind wir, glaube ich, noch gar nicht in dieser Bar gewesen. Jetzt nur von außen sehe. Doch. Oh Mist, ehrlich jetzt? Was? Mir fehlen 5 Servomodule, die ich bräuchte. Na, Wrench, danke. Meh. Halt nicht. Moment. Aber hier waren wir da, okay. Aber er soll mich schlagen, ne? Um auf mich aufmerksam zu machen, so wie Schulterklopfen praktisch. Genau. Ja, da ist noch Alk drin, wenn du brauchst. Hast dich ja schon komplett umgesehen, wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Der Batterien Kram trägst ja du. würde hier nicht mehr liegen. Ja, auch geil, ist reingegangen, ne? Ah ja, wer es glaubt. Der glaubt richtig. Wollte ich auf die Latte. Ja. 6er-Module. Ich gehe nochmal zurück. Ich wollte gerade sagen, du musst die ganze Zeit backtracken wollen. Ja. Danke. So, Lüftungsschacht, ja. Ja, lauf vor. Ja, nun, du hast dich da entschieden zurückzugehen und wir sind wieder im Blumengarten. Okay, hätte man so viel einfacher haben können. Naja, aber Sammodule. Hat im Garten wieder irgendwas versteckt sein, da war doch im Original auch schon so.
lassen dich nicht hier kommen. So, hier war leer, da war leer. Die Fenster sind alle Duran. Wo auch immer du bist. Hinter dir. Ach so. Also war ich eben, jetzt nicht mehr. Jetzt irgendwo anders hingerannt bist. Tulpen, da ist eine Abgrenzung. Eine. Muss doch bitte noch was geben, außer da diese eine Ecke da. Sollte man eigentlich meinen. Was sagen denn die Notizen? Weiß 1 und 3, jo. Find out what happened. Access to research area. Vielleicht müssen wir einfach wieder aus diesem Gebiet hier raus. Weil wir im Gebiet davor noch eine Aufgabe haben. Wenn wir in den Forschungsbereich reinkommen. Die Frage ist eher, stimmt das denn oder nicht? Ja, weiß ich nicht, ne? Beziehungsweise waren wir beim meiner Kingsley schon drin, ja, ne? Ja. Hatten wir zwei. In einen Doktor, der war ja auch noch irgendwo. Das war der Ausgang vom Commander. Die haben sich in Raum geteilt. Ah ja, genau. Es wurde gesagt, einer hatte. Es wurde doch gesagt, welchen drei Leuten welche Karten gegeben wurden. Echt? Also was für drei Leuten wenigstens, bin ich mir ziemlich sicher, dass das genannt wurde irgendwann. Dass irgendwie die Ärzte einen hatten, die Technik einen hatte oder sowas in der Art. Eiscreme, Eiscreme. Eier. Perhaps I'm not trained to use a microscope. Du hast hier immer Chips liegen lassen, aber das ist auch egal, die nehme ich nicht mehr. Ach ja. Heilen 1 HP ist jetzt nicht wirklich wert. Gut, dann habe ich jetzt gerade mein Mittagessen gehabt. Jo, okay. Diese Chips und zwei Flaschen Sekt. Weil das so wunderbar zusammenpasst. Hallo. Was verkaufst du nochmal? Nichts von Wert. Na, Wert hat das genug. Ja, aber kein Wert für uns. Ist nicht so, dass die Kosten gerechtfertigt werden. Ach übrigens, ich habe glaube ich noch was, was ich dir eigentlich geben könnte. Nee, habe ich dir schon gegeben. Okay. Obwohl, hast du eine Panzerung? Nein. Wo stehst du? Oben. Hinter dir, neben dir, vor dir. Eben nicht. Doch. Hör auf mich immer zu schlagen. Ja, ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Also Markus würde es wahrscheinlich ziemlich aufgehalten. Zwischen bemerkbar machen und einfach nicht als Figur in meinem Bild existieren. Deswegen mache ich das ja, weil der Schlag impliziert, dass ich in der Nähe sein muss, was in der Theorie das Spiel veranlassen sollte, zu überprüfen, ob ich wirklich in der richtigen Position bin.
Genau, weil das genau dieses Spiel genauso funktioniert. Ja. Ja, also wie gesagt, ich würde fast vorschlagen, dass wir hier aus dem Bereich mal rausgehen und im vorigen Bereich mal nachsehen. Oh, Ich meine, ich sehe ja keinen Punkt mehr, wo wir das noch haben könnten. Ich meine, hier, die Kompression haben wir doch eigentlich gut genug durchsiebt. Aber außerhalb hier ist doch schon wieder nur noch Eis. Der ganze Rest von Polaris. Da draußen macht es aber keinen Sinn. Werden wir sehen. Ansonsten sind wir ein bisschen unnötig durch die Gegend gerannt, was auch nicht weiter schlimm ist, aber wir das wahrscheinlich hier genauso getan hätten. Ja. Ja. Achso, genau, ist das Schleuse. Glaube ich. Doch nicht. Ich muss erstmal von der Tür wieder weg. Nö, ja, ich glaube, wir dürfen die Gegend nicht mehr raus. Wir haben da alles. Gut, dann halt wieder zurück. Also muss ja hier irgendwo noch was sein. Könntest auch gerne aufteilen, meine Güte. Ja, machen wir das so. Machst du oben, ich mach unten. Okay. Quietsche-Enten. Weil eigentlich jedes dieser doch eigentlich öffentlichen Klos eine Quietsche-Ente hier rumliegen. Keine Ahnung, und ich will das gar nicht wissen. Sinnleer. An dem mache ich vielleicht noch. Sollte eigentlich nicht sein, da waren wir ja schon. Eine Lüftungsschacht. Quasi dieser Tunnel. Ja, hoch. Ab. Also wieder zurück. Ja, hier rechts am Rand weiter. Da ist wieder aufgehangen. Science-Sektor-Karte. Aha. Schön, keine Ahnung, wo du bist. Nein, kann ich nicht beschreiben. Bei den kleinen Treppen, irgendwo in der Nähe. Ja gut, da müssen wir jetzt aber eigentlich in den Bereich davor. Da war aber kein Science-Sektor. Ja, doch, zumindest die Notizen nach, weil die bei Polaris allgemein stand. Das war die Map davor. Ja. Also ich bin nebenbei jetzt bei den kleinen Treppen. Und ach, genau. Da. Ja, außerhalb, ja. Wo sich der Kerl aufgehangen hat, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, dass du schon gewesen wärst, deswegen habe ich da nicht weiter nachgesucht. Nee, ich habe die Tür nicht gesehen, das erste Mal. So. Weil die ja so blöd in der Kante liegt. Naja. Es gibt viel zu viele von diesen kleinen Außenbereichen, die bringt man so durcheinander. Wenn ich Scheiben zerschlagen könnte, das wären so viele schöne Abkürzungen.
wie gesagt, Uranglas überall. Fenster eingebaut wurde, ach was soll's. Wird schon irgendeinen Grund haben. Vase. In unserem neuen Fleische geboren. Da sind noch mehr Pralinen-Schachteln. By the way, kein Schimmer, wo du gerade bist wieder. Immer noch unten, diesmal innen rechts rumlaufen. Brückbewohner, die Kunst. Das ist schön. Ding. Das ist Minimalgruppenquartier oder sowas hier. 6 Personen in einem Raum, das wird was eng. Dass man so ein Mini-Real hat. Das ist der Ernie. Wo bist du gerade? In so einem ähnlichen Raum. 6 Leute in einem Raum. Gut, dann wird es wahrscheinlich diese eine Karte gewesen sein, die wir noch brauchen. Ja, aber ich weiß nicht, wo die hingehört. Den Science-Sektor, der nicht hier ist. Also müssen wir doch raus und hoffen, dass die Tür diesmal aufgeht. Na gut. Und nochmal speichern, weil es so schön ist. Andere Seite. Nope. Ja, mach die doch nicht wieder auf. Im Endeffekt ist es wirklich eine Schleuse. Nee. Die Tür will nicht aufgehen. Was absolut absurd ist. Aber naja. Das klingt nach einem guten Punkt, um aufzuhören, findest du nicht? Ratlosigkeit ist immer ein guter Punkt, um aufzuhören. Das ist ein zeitlich passender Punkt, ein guter Punkt, nicht wirklich. Aber gut, hören wir hier auf. Also bis zum nächsten Mal mit einer hoffentlich funktionierenden Schleusentür. Ciao. Arsch, will sie nicht mal verabschieden.